So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Und ich muss Ihnen was Cooles zeigen, das habe ich mitgebracht. Also, das war tatsächlich ein ganzer Sack bis oben hin voll mit Popcorn, übrig geblieben aus Beständen aus der Unterhaltungsindustrie. Und das hat ein Kollege hier mitgebracht. Und Sie sehen es, der ist jetzt relativ zusammengeschrumpft, etwa auf ein Drittel seiner Größe. Jetzt könnten Sie sich natürlich völlig zu Recht fragen, wie viele Leute hier eigentlich arbeiten. Drei. Und in den vergangenen, ich weiß es nicht, es war glaube ich nicht einmal eine Woche, haben die sich tatsächlich kreuz und quer durch diesen Popcorn-Vorrat durchgearbeitet. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, und jetzt können wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe schauen. Das muss ich unbedingt zeigen, weil das hat mich vorhin wirklich, ich stand da, ich habe den Mund kaum noch zugekriegt. Die sind die ganze Zeit hier am Naschen und es sieht aus wie auf der Kirmes. Es riecht übrigens auch so. Apropos Kirmes, gute Stimmung, was macht der DAX? Naja, so richtig Kirmesstimmung ist noch nicht, aber ich beneide euch natürlich jetzt ein bisschen um eure Popcorn-Vorräte. Aber tatsächlich, beim DAX hat der Verkaufsdruck nachgelassen. Wir haben die 10.600 wieder zurückerobert. Gestern hatten wir ja zusätzlich zu den Corona-Sorgen noch die Angst vor einem Wiederaufkochen des Handelskonfliktes. Und das hat uns belastet. Jetzt ein Plus von 1,8%. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber natürlich ist das Thema Corona-Krise weiterhin präsent. Insofern guckt man jetzt natürlich sehr genau, wie sich die Zahlen entwickeln, wie aber eben auch in den diversen Ländern die Wirtschaft wieder hochgefahren wird. Und da setzt man natürlich auch in den USA sehr viel Hoffnung darauf, die Wirtschaft hier eben langsam wieder hochzufahren. Insofern auch spannend, dazu wirst du gleich mehr sagen, was heute von der Wall Street zu erwarten ist. Gestern hat sich der Dow ja immerhin am Schluss dann doch noch in den grünen Bereich reingearbeitet. Das hat uns natürlich auch ein bisschen Unterstützung hier gegeben. Ansonsten haben wir heute geguckt auf jede Menge Zahlen, die es noch gab von Infineon, die detaillierten dann von Beiersdorf, Zahlen von Vonovia. Lufthansa heute ein großes Thema mit der Hauptversammlung, also der Online-Hauptversammlung, mal nicht tatsächlich vor Ort sein. Das ist auch was, an was man sich erstmal gewöhnen muss. Aber die große Frage natürlich, wie geht es jetzt weiter? Thema Staatshilfe, da konnte man sich, während die Verhandlungen da mit der Bundesregierung noch laufen, natürlich nicht großartig äußern, aber ist da im Prinzip auf seiner Linie geblieben, zu sagen, okay, Staatshilfe gerne, Staatseinfluss wäre jetzt nicht so doll. Hat auch davor gewarnt, sich jetzt zu sehr zu verschulden durch Staatshilfen, weil klar, irgendwann muss ja auch dann wieder zurückgezahlt werden. Also es ist auf jeden Fall ein weiterhin spannendes Thema, die Lufthansa. Und ansonsten hatten wir also richtig gut was los heute, die EZB mit ihrem Stützungsprogramm, ihren diversen Stützungsprogrammen. Und da gab es Klagen dagegen beim Bundesverfassungsgericht und teilweise wurden denen jetzt stattgegeben. Also das heißt, man stellt jetzt Teile dieser Stützungsmaßnahmen durch die Europäische Zentralbank in Frage. Ist in Zeiten von Corona natürlich auch ein heißes Thema. Also insofern hat man das auch gesehen, dass quasi der DAX daraufhin so ein bisschen runtergegangen ist. Aber auch man sieht, hat er sich wieder ganz gut davon erholt. Also ein bewegter Tag, aber bisher trotzdem komfortabel im grünen Bereich. Und alles Weitere erwarten wir dann halt auch von der Wall Street. Und wenn du gerade sagst, der DAX ist ein bisschen nach unten gegangen, das hast du sehr schön gesagt, dann möchte ich gerne mal wissen, was da ein starker Rückgang ist, weil jetzt muss ich kurz an dir vorbeigreifen. Also hier diese Abwärtsbewegung, das war letztendlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, ging schon deutlicher nach unten. Aber wir haben uns, und da hast du natürlich völlig recht, wir haben uns wieder toll erholt und wir sind jetzt irgendwie wieder in dem Mut drin, dass die Amerikaner werden es schon irgendwie richten. Und dazu komme ich jetzt tatsächlich noch genauer. Dir einen schönen Dank für den Überblick. Und wir schauen an die Wall Street. So. Also, Dow Future satt im Plus, satt, naja, 300 Punkte, ja, das ist ja, war ja vor drei Wochen, war das ja eine Sache von einer halben Stunde, so 300 Punkte, hat sich mittlerweile auch dankenswerterweise etwas beruhigt, weil das geht auch an meinen, das zerrt auch an meinen Nerven. Jetzt schaue ich gerade, ob ich das lesen kann, was da oben noch steht, aber das habe ich jetzt auch gar nicht mit dabei. Aha, scheint Probleme zu geben bei den Kreuzfahrtveranstaltern bzw. bei den Reedereien. Das werde ich später mir noch mal etwas genauer anschauen müssen. Schauen wir uns erstmal die ersten Werte an. Starbucks will bis Ende der Woche 85% der US-Filialen wieder geöffnet haben. Weshalb ist das relevant? Naja, 70% des gesamten Umsatzes bei Starbucks entfällt auf das US-Geschäft. Davon wiederum 60% auf Getränke, also letztendlich auf der Kaffee und das Ganze, auf die Getränke, die es bei Starbucks zu kaufen gibt. Und es ist natürlich wichtig, dass die Filialen jetzt wieder ins Laufen kommen und dass die Kunden wieder kommen. Denn das, was gestern nicht verkauft wurde, wird morgen nicht doppelt verkauft. Eine relativ einfache Rechnung in dem Fall. Und das hilft der Aktie jetzt so am Morgen ein bisschen nach oben. Und genauso wie vorhin natürlich die Futures sind vorne.
Also etwa diese 300 Punkte, die wir im DAU gesehen hatten. Und das zieht auch so jetzt ein bisschen Starbucks mit nach vorne. Das ist das, was die Anleger momentan brauchen, nämlich irgendwie ein Ende, wie soll ich sagen, ein Licht am Ende des Tunnels, dass der Lockdown mal zurückgefahren wird, dass die Wirtschaft wieder ins Rollen kommt und Starbucks, wie gesagt, ist vorne jetzt mit dabei und die wollen ihre Geschäfte wieder aufmachen. Natürlich veränderte Öffnungszeiten, veränderte Rahmenbedingungen für das Ganze. Also es darf nur eine beschränkte Anzahl an Personen überhaupt in die Filialen rein. Mundschutz, alles klar. Aber es geht halt eben wieder nach vorne. Microsoft, die pushen sich jetzt ebenfalls nach vorne. Sehr schöne, kleine, interessante charttechnische Konstellation, also hier dieses ansteigende Dreieck. Nachdem wir ja das erste Mal bei der 180-Dollar-Marke abgeprallt sind, das muss hier irgendwann Mitte April gewesen sein, dann ein kleiner Rücksetzer mit den Zahlen, mit den zuletzt wirklich guten Zahlen bei Azure, also in der Cloud, ist letztendlich Microsoft 59% gewachsen. Ging es ja wieder dann in die Richtung, aber so diese 180-Dollar-Marke konnte bisher nicht überschritten werden. Und jetzt, vielleicht ist das der Punch, den die Aktie braucht und dann hätten wir tatsächlich aus dieser ohnehin positiven Formation und dann auch noch einen bilderbuchmäßigen Ausbruch. Und dann können wir uns endlich mal hier wieder mit den Hochs von, es war Mitte Februar, beschäftigen. Und ich denke, wenn wir die auch knacken, dann dürften wir innerhalb relativ kurzer Zeit auch die 200-Dollar-Marke angehen. Also wie gesagt, fundamental gibt das die Sache auf jeden Fall her. Die letzten Quartalszahlen sind bärenstark gewesen und zeigen, welche außergewöhnlich starke Marktstellung Microsoft auch global letztendlich auch innerhalb dieser Krise einfach hat. Pfizer, die werden jetzt mit ihren ersten Tests beginnen. Sie wissen ja, Pfizer und BioNTech, die forschen an einem Impfstoff gegen Covid-19, also bevor die Krankheit ausbricht, dass man das nach Möglichkeit verhindern kann. Das Ganze jetzt an Erwachsenen, Amerikanern im Alter 18 bis 55, hatte ich vorhin gelesen. Und sollte das alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt, könnte man laut Pfizer Ende des Jahres, also Ende 2020, tatsächlich einen Impfstoff auf dem Markt haben. Soweit ist es natürlich nicht, aber das ist das, worauf momentan die Anleger warten. Natürlich immer Nachrichten, dass es weitergeht, dass der nächste Schritt, die nächste Phase eingeläutet wird. Und jetzt, wie gesagt, ist es bei Pfizer und dann natürlich auch bei BioNTech, dem Kooperationspartner, eben soweit. Das ist die Aktie von BioNTech, die zieht jetzt 8,5% nach oben. Wir hatten ja schon mal diesen Anstieg, als wir das erste Mal gehört hatten. Da ging es kräftiger nach oben. Ich glaube, da waren es so um die 40%. Jetzt, wie gesagt, noch so einen kleinen Nachschlag. Sehen Sie, das hier ist letztendlich das mit BioNTech gewesen. So, schauen wir Peloton. Ja, die werden Zahlen bringen. Die Aktie relativ gut gestiegen. Eine der Stay-at-Home-Geschichten, die wir in den vergangenen Monaten ganz einfach gesehen haben. Die Hoffnung natürlich, dass am Ende genügend Kunden bei Peloton zurückbleiben werden. Also es werden natürlich auch viele wieder gehen. Für mich persönlich ist das nichts. Also die Vorstellung, dass ich da irgendwo auf meinem Fahrrad sitze, ja, einen Bildschirm vor mir habe und mich dann anfeuern lasse, währenddem ich daheim schwitze, das ist nicht so meins. Ich gehe da lieber ins Studio. Aber das kann natürlich jeder halten, wie er möchte. Und ich gönne es auch jedem. Und ich gönne es natürlich auch dem Unternehmen, dass es erfolgreich ist. Und es sieht momentan danach aus, dass das gut klappen könnte. Tesla, Elon Musk hat ja in der vergangenen Woche ein paar wirklich eigenartige Tweets abgesondert. Das war ja einmal, dass seine Aktie zu hoch bewertet ist, seiner Meinung nach. Dann hat er irgendwann gesagt, dass er sich von allen Besitztümern irgendwie trennen will. Er will auch kein Haus besitzen. Lustigerweise sind jetzt tatsächlich zwei Verkaufsanzeigen in einem amerikanischen Immobilienportal aufgetaucht. Zillow heißt das, glaube ich. Und es sieht danach aus, dass jetzt, dass er seinen Worten tatsächlich Taten folgen lässt und sich von seinen Besitztümern trennt. Zwei Häuser sind da, glaube ich, im Angebot. Zusammen irgendwie, ich glaube, es waren zusammen 39 Millionen Dollar. Ja, hätte ich auch gerne. Ja, würde ich dann vielleicht nicht unbedingt verkaufen, aber gut, ist ja seine Sache. Und er jetzt, wie gesagt, scheint sich auf eine neue Zukunft irgendwie, auf einen neuen Pfad zu begeben, was seine Zukunft betrifft. Und die Häuser möchte gerne loswerden. Es ist eigentlich nur so eine, weiß ich jetzt, so galamäßig. Ja, das weiß man dann halt. Dann können sie jetzt sagen, ey, der Musk, ja, der verkauft nicht nur Elektroautos, der hat sich jetzt auch von seinen Häusern getrennt und das ist total toller Typ. Sei es drum. Walt Disney, da warten wir natürlich noch auf die Zahlen. Es wird ein spannendes Quartal werden, habe ich mehrfach gesagt, ein Drittel der Umsätze, unter anderem die Themenparks. Es ist natürlich für die der perfekte Sturm und mich interessiert momentan Disney Plus. Heute habe ich übrigens noch mal mit einem Kollegen von mir videotelefoniert, ja, über Videokonferenzsystem. Und ich hatte mir The Mandalorian angeschaut über Disney Plus.
Habe auch mit meinem Kollegen ausgetauscht, wie wir so die Serie finden, die übrigens sehr gut ankommt, also bei mir, bei ihm aber auch und auch bei vielen anderen, die ich kenne. Aber die Kritik bleibt, die Bibliothek ist zu klein. Also das wird vermutlich nicht ausreichen, um damit wir hier langfristig Kunden bleiben, wenn Disney da nicht kräftig nachlegt und schaut, dass sie dieses Angebot, also letztendlich die Content-Bibliothek, weiter ausbreiten. Das kann Netflix momentan sicherlich noch viel besser. Momentan haben alle natürlich das Problem, dass sie nicht produzieren können. Und das könnte so ein bisschen darauf lasten zukünftig. Aber von der Idee her funktioniert das ganz gut, vom Angebot, von der Qualität her auch. Nur der Umfang, wie gesagt, der reicht momentan noch nicht, dass ich da jetzt vor Freude in die Höhe springen würde. So, das sei es eigentlich schon gewesen. Hoffen wir mal, dass die Amerikaner das irgendwie jetzt durchhalten können bis zum Handelsende. Dann hätten wir zumindest mal einen zweiten Tag in Folge wieder mit gewinnen. Ansonsten, wie es gelaufen ist, sage ich Ihnen morgen bei den Märkten am Morgen früh und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.